typische Krankheitsbild ist ja, dass es zu einer Entzündung des Begleitgewebes der Strecksehnen kommt am Daumen und dann Schmerzen entstehen. Und das sieht man typischerweise eigentlich erst bei der Frau ab 50 oder ab Mitte 50. Und wir erleben jetzt schon häufiger, dass auch junge Menschen zu uns kommen, die derlei Beschwerden beschreiben, die sich sonst aus ihrem Alltag eigentlich nicht erklären lassen. Und wenn es dort zu Reizungen kommt, also zu einer Überlastung, dann verdickt sich dieses Gewebe. Und da die Sehnen in einer Art Hülle sich bewegen, reicht dann der Platz einfach nicht mehr aus. Das ist das, was man eigentlich sozusagen im Volksmund als Sehnenscheidenentzündung bezeichnen würde. Für die Sehnen ist das einfach ein chronischer Reizzustand. Das führt so ein bisschen auch in Richtung der Behandlung, also angefangen von einer Schonung des Daumens in erster Linie. Damit bringt man das häufig auch wieder in Ordnung, bis hin zu Kortisonbehandlungen und auch bis hin zu Operationen. Auch das haben wir schon gesehen, wo man dann tatsächlich operativ, invasiv das entzündete Gewebe entfernen muss. Ich würde jetzt sagen, aus meiner Rolle als Vater einer 17-jährigen Tochter würde ich sagen, das Handy öfter mal zur Seite legen und nicht so oft benutzen und vielleicht die Handynutzungszeit in einem Rahmen halten, der irgendwie verträglich ist. Ich denke, das hat auch einen guten Effekt auf alle anderen Dinge des Lebens.